Hallo zusammen, ich bin Bunkergötti vom Festungsgürtel Kreuzlingen und auch von hier der kleinen Stadt Stein am Rhein. Und ich stehe aber auf der südlichen Seite vom Rhein, der Schwenker hier rüber. Dann sehen wir hier diesen Kampfbunker, das ist der größte Kampfbunker in der Region. Wir sind hier hinter dem Bunker. Hier ist ein Minenwerferplatz oder war mal ein Minenwerferplatz. Heute ist der etwa so viel unterm Humus. Man hat gerechnet, dass der Feind hier über diese Inseln kommt. Und somit hat man diese Stellung verteidigt, wie auch hier unten die Brücke. Und hier sieht man die Schießscharte vom großen MG, was hier runtergewirkt hat. Jetzt auch hier hinter dem Bunker ist dieser Minenwerferplatz und von hier aus hat man eben beleuchtet und als Bogenwaffen geschossen. Eine weitere Waffe, die hier zum Einsatz kam, war die sogenannte Raketenpistole. Eine Signal- oder auch Beleuchtungspistole und das hier war die Munition dazu. Und solche Raketenpistolen waren 6 Stück in diesem Bunker platziert. Wir sind jetzt hier im Bunker auf der anderen Seite dieser Schießscharte. Hier konnte man aufmachen und so hier rausschießen. Aber bevor wir weitermachen, reden wir zuerst mal über Geld. Das hier ist ein Geldsack. Von der eidgenössischen Staatskasse. Weil früher wurde nicht per PayPal oder sonst irgendwie überwiesen, sondern da wurde effektiv mit Geld bezahlt. Und ich habe jetzt hier auch ein bisschen Geld. Mal schauen, ob ich alles finde. Das Geld hier, das war der Wochenlohn eines Maurers. Dieser Bunker hier hat 146.000 Schweizer Franken gekostet. Es wurden 36 Tonnen Armierungseisen verbaut und im Grundbuch ist er eingetragen als kleines Nebengebäude. Er hat 12 x 17 Meter Abmessungen und ist 3 Stockwerke tief. Wir reden jetzt hier über den Lohn eines Maurers. Wir haben hier 20 Franken, 1 Franken, 5 Franken, 50 Rappen, nochmals 20 Franken, nochmals 20 Franken und 2 Franken. Dieser 1 Franken, der ist von 1911, der sieht gleich aus wie heute, nur dieser ist aus Silber. Der 2 Franken, der ist von 1906 und ist genau doppelt so schwer wie der 1 Franken. Also hat doppelt so viel Silberanteil. Und der 5 Franken ist 5-mal schwerer. Ist immer noch gleich wie heute, heute sind sie aber aus Nickel. 50 Rappen, das ist ein halber Franken. Der ist halb so schwer wie der Franken. Und dann gab es 10er Münzen, leider habe ich keine solchen. Dann die 20 Franken und das hier war der Lohn eines Maurers in einer Woche. Damals wurde aber noch Samstag gearbeitet und in der Regel über 60 Stunden. Wenn man das heute hochrechnet, weil so ein Franken hier, der hat einen Wert von etwa 70 Franken,
Und diese Münzen, jede liegt irgendwo zwischen 350 Franken. Reiner Materialwert. Und so würde heute dieser Bunker etwa 2,5 bis 3 Millionen kosten. Wir haben eben hier diese Schießscharten, das ist ein Selbstverteidigungsbunker. Diese Art wurde nur viermal gebaut in der Schweiz, aber das war einer der ersten Bunker. Er wurde im Herbst 1935 geplant und 1936 gebaut und 1937 den Truppen übergeben. Hier oben waren effektiv die Minenwerfer drin, die ich nicht habe, Minenwerfer 31. Dann hatte jeder Soldat natürlich seinen Karabiner als persönliche Waffe dabei. Wir haben hier LMG, leichte Maschinengewehre, 6 Stück. 1957 kam dieses Sturmgewehr mit einer Verlängerung, dass man und einem Gummi, dass man hier so durch die Schießscharte rausschießen konnte. Und hier ist noch persönliche Bajonett zu dieser Waffe. Und hier an diesen Haken wurden vermutlich diese Verlängerungen aufgehängt, dass man hier dieses Gewehr benutzen kann. Weiter sehen wir hier beim Eingang die Sperren von der Tür und natürlich ein Telefon, wo man hier die Befehle für die Minenwerfer entgegennehmen konnte oder auch weitere Einsätze. Was ganz speziell ist an diesem Bunker, wenn man hier die Türe aufmacht, hat er eine Klingel. Die schauen wir uns später an, weil dieser Bunker war bis etwa 1952 im Aktivdienst. Er wurde nach dem Krieg von der Polizei genutzt als Außenposten von Stein am Rhein. Hier die Türe, wir machen einen Rundumblick, hier sind mehrere Schießscharten. Man sieht hier zum Beispiel, waren die Befestigungsbretter von den M leichten Maschinengewehr 25, wo hier 6 Stück montiert waren. Auch hier an diesem Brett oder an dieser Wand waren diese leichten Maschinengewehre. Hier sind wir in dem oberen Stock und wir gehen jetzt hier, hier hat es weiter Sperrbalken für die Türe, ein Stockwerk tiefer. Und hier sehen wir diese Klappen hier, das waren Handgranatenauswürfe innen drin, wenn der Feind schon in den ersten Raum eingedrungen wäre. Diese wurden aber 1985, als die neue Handgranate kam, zugemauert, weil die Eierhandgranate hätte sich hier in diesen Rohren verklemmt. Hier im oberen Stock sind die Wände nur 1,50 Meter dick. Aus diesem Grund gehen wir jetzt hier die Treppe runter. Und in den Raum, in den wahrscheinlich die meisten Kämpfe geschissen wurden. Hier sind wir im Kampfraum, hier wieder eine Stahltüre. Und hier dahinter befindet sich ein Wassertank für 1200 Liter, weil man hat ja gerechnet, dass man hier 3 Wochen aushalten muss mit der Munition, mit dem Wasser und Lebensmittel. Weiter habe ich hier die Elektroanlage. Es ist eine Außeneinspeisung da über einen Transformator, aber unten waren hier Batterien drin. Und hinter dieser Tür sitzt der Generator. Er hat 700 Watt Leistung und oben sind Petroltanks. Hier Benzin zum Starten, dann konnte man, wenn der Motor warm ist, umschalten und den auf Petrol weiterlaufen lassen.
Also hier in diesem Raum war ursprünglich eine Feldkanone mit 4,7 cm installiert. Die wurde dann 1957 ersetzt durch eine 90 mm Kanone direkt auf die Brücke. Und 1980 wurde diese Kanone demontiert und im Stadel wieder montiert, weil sich da die Bedrohungslage geändert hat. Hier die Schießscharte ist zu, oben ist ein Handgranatenabwurf und hier sieht man noch die Petrolpumpe, damit man Petrol für den Generator hochpumpen konnte. Hier drin ist der Beobachtungsposten, weil die Kanonen und die MGs, die haben nicht rausgesehen und so hat man hier beobachtet. Und hier zum Beispiel hoch und runter reguliert. Dann konnte man hier den Wert ablesen, über die Sprechgarnitur durchgeben und die anderen konnten dann über diese Einstellung wieder schießen. Hier war die Wasserversorgung, die kam ab diesem Tank oder dann auch ab Frischwasser, solange da war, für die Kühlung der MGs. Und hier sieht man jetzt eine MG-Scharte, die ist komplett leer, also Waffe fehlt, Zinnfernrohr fehlt und der ganze Zubehör. Die Lafette ist komplett vorhanden und hier konnte man dann auch wieder hier drüber einstellen, wohin geschossen werden sollte. Weiter sieht man hier diese Zapfen, weil es wurde ja im Bunker drin geschossen und jeder Schütze, Lader und Richter hatte hier eine Gasmaske auf. Weiter sehen wir hier das Brett für das Reserve-MG. Angeblich waren hier bis pro Schießscharte bis zu 3 MGs, weil man konnte ja nie wissen, wenn eins klemmt oder kaputt geht. Zwischen diesen 2 MG-Brettern drin habe ich wieder eine Türe. Und wenn man hier reinguckt, ist das das gleiche, aber nicht Richtung Brückestein am Rhein, sondern Richtung Inselwert, wo man gerechnet hat, dass der Feind eben über diese Untiefen vorstoßen kann. Ja, auch hier ist das nächste MG. Hier Richtung Inselwert, das ist der Schacht, den wir vorher von außen gesehen haben, die Schießscharte ganz am Anfang vom Video. Ist auch leer geräumt. Hier habe ich noch eine Handlampe mittlerweile gefunden. Und diese Halterungen, die waren hier für Pickel und Brecheisen für den Notausgang. Aber dieser Notausgang wurde schon auf den Plänen wieder zugemauert. Also der ist hinten circa 2,5 Meter zugemauert. Zur Info, hier unten haben wir etwa 3 Meter Beton, weil ich oben gesagt habe, nur 1,50 Meter. Dann habe ich hier eine Schleuse. Und ein zweites Tor. Hier geht es runter in die Unterkunft. Also hier musste man aus der Unterkunft, die belüftet war, hier hochkommen. Wenn hier geschossen wurde oder wäre gewesen, hier ist nie ein Schuss gefallen, diese 2 MGs, 1200 Schuss pro Minute, hier wäre richtig, ich sag mal, Rauch gewesen. Wir sehen hier das zweite Schleusentor und dann geht es hier diese Treppe runter. Hier hängt noch der Seilzug, um die Ware hier den Schacht runter zu transportieren. Hier sind wir nun in der Unterkunft.
Hier war alles voll mit solchen Schränken. Hier wurde das Material für die Soldaten gelagert, wenn sie einrücken hätten müssen. Auch hier unten befindet sich ein Telefon. Weiter hinten sehen wir noch eine Telefonzentrale. Und hier ist die ganze Lüftungseinheit. Die ist also theoretisch noch da vom Zweiten Weltkrieg her. Wir sehen hier die Betten. Ursprünglich waren hier 10 Betten für 30 Mann. Oder 25, 26 bis zu 30 Mann. Also man hat im Dreischichtbetrieb geschlafen, gewohnt. Also ein Drittel hat geschlafen, ein Drittel hat gewohnt und ein Drittel war aktiv. Die Betten waren früher breiter, weil wir sehen da im Hintergrund ein Raum, der original nicht da war, der wurde erst später installiert. Weil ich habe schon gesagt, dass hier für 3 Wochen Wasser war, Munition und Lebensmittel. Und dieser Raum hier, der wurde nachträglich reingemauert, weil 1980 hat die RAF in der Schweiz mal einen Bunker ausgeräumt und alle Munition gestohlen. Dann hat man alle Bunker, weil die Munition war hier eingelagert, im weitesten Punkt, am letzten Punkt vom Bunker verstaut und zugeschraubt. Den Raum mal von vorn innen drin an. Ich brauche den jetzt momentan ein bisschen als Lager. Der Raum war für 2, ist 2 mal 2 Meter innen und 2 Meter hoch. Und nach den Munitionsbeständen, die hier waren, ich habe Zahlen gehört, dass hier im 1940/41 420.000 Schuss GB-11 eingelagert worden. Die GB-11 war die Standardmunition. Das war für den Karabiner 11, dann für den Karabiner 31, den ich euch gezeigt habe, das leichte Maschinengewehr 25, das Sturmgewehr 57, das MG-11 und das MG-52, die hatten alle die gleiche Munition. Dann waren hier Minen eingelagert für die Minenwerfer, glaube 6000 Stück. Dann Panzerabwehrkanonengeschosse, 4500. Dann je 600 Signalraketenpatronen für die Raketenpistole, die ich euch anfangs Video gezeigt habe. Weiter haben wir hier die Telefonzentrale. Die ist noch komplett vorhanden, aber ich weiß nicht, ob man da jemand anrufen kann. Auf jeden Fall mein Handy hier unten. Ich bin hier 3 Meter Beton, vorne, hinten, oben auch. Und ich sage mal schätzungsweise 10 Meter oder 8 Meter unterm Boden. Und das hier, die Camper kennen das, da ist ein Toilettenkübel. Der Torf zum Zudecken habe ich auch noch hier. Hier ist die Originalküche, die ist auch von 1936, außer der Luftentfeuchter, der ist relativ neu, aber jetzt momentan habe ich nur noch 37%. Der Vorteil ist, dieser Bunker steht auf einem Moränenhügel und ist durch das relativ trocken und auch relativ viel drin. Hier oben waren Träger für den zusätzlichen Trinkwassertank, weil eben, man hat ja für 3 Wochen für 30 Mann Wasser eingelagert. Das Ziel von diesem Bunker, ich spreche immer von den 3 Wochen, war, den Feind hier an der Grenze
3 Wochen zu verzögern. Und hier ist auch wieder so ein Gestell. Hier wurde eben das Korpsmaterial eingelagert, wenn Krieg gekommen wäre, dass man hier alles hat. Aber hier war nur das Korpsmaterial für 8 Personen drin. Bei diesem Bunker eben 5. Anfang hatte man 5 große Waffen, 2 Minenwerfer, eine Panzerabwehrkanone und 2 MGs. Pro Waffe rechnet man mit 4 Leuten, das wären 20 Leute. Dann war ein Werktrupp mit 4 bis 5 Leuten, die gekocht haben, die geguckt haben, dass der Generator läuft und so weiter. Und noch einen Kommandanten, einen Reservekommandanten und natürlich einen Übermittlungs- bzw. einen Telefonsoldat. Wie schon gesagt, 1957 wurden die 58, 59 darum, wurden die Minenwerfer weiter hinten eingebetoniert oder vergraben, doch das sind diese Minenwerfer hier ausgeschieden. Dann 1980 hat man die Panzerabwehrkanone demontiert, weil man hat nicht mehr gerechnet, dass hier schwere Panzer über die Rheinbrücke von Stein am Rhein fahren. Die Rheinbrücke Stein am Rhein, man konnte von hier aus die ganze Brücke sprengen, nur heute sind die Ladungen draußen, jetzt angeblich gute 10 Jahre. Warum bin ich jetzt Bunkergötti? Die jetzt bis jetzt geschaut haben, interessiert das. Ich bin im Festungsgürtel Kreuzlingen, der unterhält momentan etwa 300 Bunker, hat um die 800 Mitglieder und am 1. Mai wäre zum Beispiel Bunkerwanderung, da verlinke ich euch unten drin, und dieser Bunker sollte zum Museum umgebaut werden. Das ist die Idee vom Verein, man kann hier drin auch nichts anderes machen. Ich bin jetzt dran, hier Ware zu sammeln, also die Waffen, die persönlichen Einrichtungen, Lebensmittel, Küchengeschirr, alles was hier das Idealwerk Zweiter Weltkrieg mal war. Und dass wir dann das Führungen machen. Ich verlinke euch unten drin, ihr könnt Führungen buchen, momentan beim Festungsgürtel Kreuzlingen, mit dem Tourismusbüro der Stadt Stein am Rhein, da soll es auch was geben, ist aber noch nicht so weit, ich verlinke es euch auch unten drin. Und wenn ihr Ware habt, persönliche Ausrüstung aus dem Zweiten Weltkrieg, oder auch nachher noch so, bis 50, dann meldet euch bei mir, ihr findet meine Kontaktdaten unten drin. Hier verlinke ich euch ein Video made by Chance. Da ist dieser Bunker im Video drin, aber nur von außen. Aber da geht es um die ganze Geschichte hier von der Brenzbrigade 6. Wie man sich darauf vorbereitet hätte, wenn die deutsche Wehrmacht in die Schweiz eindringen wollte. Und jetzt noch eine kleine Werbung in eigener Sache. Gefilmt mit Lampen und der Stromversorgung hier so eine Batteriebox von Wemo. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.